Am Wort Finanzminister Hans-Jörg Schelling von der ÖVP. Die Elche sind nämlich relativ gefährlich. Und wenn ich jetzt nach dieser Grundsatzfrage, wie man mit Fristsetzungsanträgen oder anderen Anträgen umgeht, gehe ich jetzt konkret auf jenen ein, der heute sozusagen vorliegt, nämlich die Lohnnebenkosten. Nun, zum Ersten darf ich festhalten, es stimmt, dass die Lohnnebenkosten in Österreich höher sind wie in Deutschland, aber die gesamten Lohnkosten inklusive Lohnnebenkosten sind in Österreich niedriger. Daher die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, das ist nicht nur eine Frage der Lohnnebenkosten, sondern der Gesamtproduktivität der Wirtschaft. Und nachdem wir weiterhin ein All-Time-High bei Exporten haben, zeigt sich, dass der Standort offensichtlich auch international weiterhin wettbewerbsfähig ist. Was stimmt und was überhaupt keine Frage ist, ist, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen müssen, dass wir in der Wettbewerbsfähigkeit vorankommen müssen und dass diese Bundesregierung die richtigen Maßnahmen dazu setzt und setzen wird. Ich komme jetzt einmal zu dem Thema. Erstens, dieser 5 Punkte, die du erwähnt hast, die werden bereits abgearbeitet. Da arbeiten bereits die Teams. Ich bin selbst in 2 dieser Arbeitsgruppen engagiert. Und wir werden rechtzeitig im Herbst die notwendigen Maßnahmen im Bereich der Regulierung, Standort und Arbeitsmarkt vorlegen. Die Bundesregierung hat aber zwischenzeitlich im letzten Ministerrat bereits Schritte und Signale gesetzt. Ich erinnere an das Start-up-Paket, an die Punktation zur Sozialversicherung, an die Punktation zur Gewerbeordnung und daher wird das zügig abgearbeitet werden. Konkret in der Frage der Lohnnebenkosten darf ich auf Folgendes hinweisen, damit das nicht in Vergessenheit gerät. 1. Juli 2014 Unfallversicherungsbeitrag von 1,4 auf 1,3 gesenkt, etwa 100 Millionen Einsparung. Ausschließlich Dienstgeberbeiträge. Die Forderung im Entschließungsantrag ist, das auf 1% zu senken. Dann bitte ich aber auch den Menschen in diesem Land zu sagen, dass wir dann aufgrund der Tatsache, dass die meisten Ausgaben, die die Unfallversicherung zu tätigen hat, im Bereich Unfallversicherung und Rehabilitation, sprich Unfallversorgung, Unfallkrankenhäuser und Rehabilitation erfolgt, dass man bei einer weiteren Kürzung dann auch dort die Leistungen zurückfahren muss. Das bitte ich einfach zu berücksichtigen, denn die Unfallkrankenhäuser gelten weltweit als eine der besten Einrichtungen und die Reha-Einrichtungen, für die werden wir weltweit beneidet. Jetzt kann man sagen, man will das ändern, ich habe kein Problem, diskutieren wir das. Aber einfach zu sagen, fahren wir das um weitere 0,3 oder 300 Millionen herunter, würde bedeuten, dass man das Leistungsspektrum deutlich verändern müsste. Herr, Sie haben ja die Gelegenheit, sich hier herauszustellen. Sie haben das hier herauszustellen. Vielleicht kann ich Ihnen auch hier ein bisschen Nachhilfe geben. Ich war nämlich einmal Obmann der AVA und kenne die Kostenstruktur dort sicher mit Abstand besser wie Sie. Ja, dann wissen Sie aber auch, dann passt der zweite Punkt, wir können darüber diskutieren, über diese Frage, ob man einem privaten, halbprivaten Träger wie der AVA zwar den Bedarf zuordnet, aber nicht die Finanzierung, denn sie können diese Leistung nur erbringen, indem sie entweder LKF finanzieren oder indem sie aus den eigenen Beiträgen finanziert werden. Anders ist das eben nicht machbar, aber ich nehme das zur Kenntnis. Sie haben sicher hier die entsprechenden Überlegungen angestellt. Zweiter Punkt, am 1. Jänner 2015 Absenkung Insolvenzentgelt um 0,1, Einsparung 180 Millionen. Wir haben ab 2017 4 Prozentpunkte senken wir ab beim Familienlastenausgleichsfonds und ab 1.1.2018 weitere 0,2%, in Summe 790 Millionen. Und wir haben vereinbart, dass die Senkung um 0,1 Prozentpunkte ab dem 1.1.2018 auch im Rahmen des Bonus-Malus-Systems erfolgt. Wir haben im Bereich der Start-ups aus genau diesen Gründen, um bessere Chancen zu erreichen, diese Förderung im Bereich der Lohnnebenkosten installiert, sodass für die ersten 3 Mitarbeiter für 3 Jahre bei den besonders innovativen Startups mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 100 Millionen gefördert wird, die Lohnnebenkosten. Wenn man nun die einzelnen Bereiche sich anschaut, so ist jetzt auch noch neben der Unfallversicherung drinnen die Wohnbauförderung. Die Wohnbauförderung
sollte nicht unterschätzt werden, ist eine gemeinschaftliche Bundesabgabe, die zu 80,55% den Ländern zur Verfügung steht. Das gesamte Aufkommen ist 770 Millionen Euro bei einer Gesamtausgabe im Wohnbauförderungsbereich von 2,8 Milliarden auf Basis 2014. Die Zweckbindung wird derzeit ja diskutiert im Rahmen des Finanzausgleichs. Allerdings möchte ich schon darauf hinweisen, dass auch die Zweckbindung der Einnahmen aus der Wohnbauförderung weder die Lohnnebenkosten bewegt, noch die Ausgaben bei den Wohnbauförderungen verändert. Und daher ist auch der dritte Punkt, den Sie ansprechen, die verstärkte Autonomie, Gegenstand im Bereich des Finanzausgleichs. Was aber sicher nicht geben wird, ist, dass man einen gemeindespezifischen Zuschlag fährt, um dann 2500 verschiedene Einrichtungen zu haben, die entsprechend die Bundessteuern mit Gemeindezuschlägen versehen. Das ist einfach auch nicht administrierbar. Nein, das ist eine Excel-Liste. Daher, die Schweizer können es auch. Das ist immer ein schönes Beispiel. Wenn man die Schweiz zitiert, dann zitiert man sie ganzheitlich, aber nicht mit den Rosinen. Dann diskutieren wir darüber, dass die Struktur, auch was die Steuer anbelangt, völlig anders gelagert ist. Dort ist nämlich die Steuer nicht im hoheitlichen Bereich, sondern im dezentralen Bereich, übrigens auch in Deutschland. Wenn man das so haben will, kann man das ausmachen. Aber wenn Sie oder wenn du, lieber Matthias, immer von den Fürsten der Finsternis sprichst, dann wirst du doch nicht ernsthaft glauben, dass es richtig ist, dass die alle Steuereinnahmen lukrieren dürfen. Daher glaube ich, dass wir als Bundesregierung hier gezeigt haben, dass wir das Thema Lohnnebenkostensenkung ernst nehmen, dass das, was budgetär möglich ist, tatsächlich in eine Etappe eingetaktet wurde und wir seit 2004 sukzessive die Lohnnebenkosten senken. Daher ist der Fristsetzungsantrag nicht notwendig, weil das, was ihr wollt, haben wir schon gemacht. Vielen Dank. Das Allzeithoch im Export zeige die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, hebt Finanzminister Hans-Jörg Schelling von der ÖVP hervor. Zudem habe man bereits zahlreiche Maßnahmen zur Entlastung von Unternehmen gesetzt, kontert er, Matthias Strolz von den NEOS.